So, hi, ich bin jetzt gerade nicht geschminkt. Ich habe zwar schon meine Foundation drauf, aber ich wollte euch einfach mal, wie ihr schon seht, hier so, ne? Ich habe etwas relativ Buntes an. Oh ja. So, und ich habe mal gedacht, ich schminke euch jetzt einfach mal so ein, ja, so ein Augen-Make-up, wie ich, ja, es schminken würde, wenn ich als Hawaii-Mädchen gehen würde. Und das Outfit dazu, das kommt dann halt auch am Schluss. Das zeige ich euch dann auch mal, wie ich, was ich auch anziehen würde dazu. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach dranbleiben. So. Als erstes benutze ich nämlich eine, wo ist die? Ja. Habe nämlich ein bisschen umgeräumt hier meinen kleinen Schminkdings schon wieder. Benutze ich eine farbige Base. Dafür nehme ich den Forever Eye Canyon von Zoeva. Genau, den hier in der Farbe Candlelight. Genau, so. Den benutze ich auf dem ganzen Augenlid natürlich, wie gesagt, als farbige Base. Der ist nicht gerade dunkel, aber mein Augen-Make-up soll auch recht hell bleiben, weil ja, so Hawaii-Mädchen ist ja nicht gerade dunkel geschminkt. Das Licht ist gerade für mich nicht ganz so optimal, weil ich mich sonst immer ja morgens im Dunkeln schminke. Deswegen ist es, sehe ich gerade gar nicht richtig, wie viel ich drauf tue. Aber für euch mache ich das natürlich im Hellen, damit ihr überhaupt was seht. Achso, ich zeige euch mal, ich mache euch mal einen Swatch, damit ihr seht, wie diese Farbe aussieht. Die sieht so aus. Ist eine sehr schöne Farbe. So. Das komplette Augenlid benutze ich vorzugsweise aus meiner Urban Decay Vegan Palette, dieses schöne türkisfarbene. Nehme ich dann ein Pinselchen für. Gebe das komplett auf mein gesamtes, also komplettes Augenlid. Ich weiß, die Farbe von der Base hätte ich mir sparen können. Ich hatte erst ursprünglich vor, ein rötliches Augen-Make-up zu schminken. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich dieses tolle Türkis habe. Und ich fand, das passt ganz gut so zu Hawaii und so Meeresblau. Schaut mal, das ist so echt. Ich mag diese Farbe jetzt wirklich gerne für heute auftragen. So. Also, ich habe das jetzt so dann auf dem kompletten Augenlid drauf. Opala. Mach noch ein bisschen. Und wie ihr seht, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich muss mal ein bisschen hier. Da sind auch so Glitzerpartikelchen drin. Total schön. So, wie ihr seht, ich habe das nicht ganz sauber gemacht, aber das ist auch egal, weil ich mache das jetzt hier unten drunter nämlich auch noch. So, ich zoome euch wieder ein bisschen noch aus. So. Das mache ich mich ums Auge herum an kann, weil davon ruhig ein bisschen mehr auftragen, meiner Meinung nach. Und vielleicht auch so rausgehen, wie man normalerweise nicht rausgehen würde. So, dann nehme ich diesen Goldton. Ich glaube, der ist auch in der Naked-Palette drin. Ich glaube, das ist Half-Baked, glaube ich. So, dafür nehme ich dann so einen, diesen Essence-Pinsel, den lilanen, und gebe den in die Lidfalte. Damit das halt so einen schönen Glow-Effekt bekommt. Und das spiegelt sich auch mit dem, ja, mit den Glitzerpartikelchen in dem Wenn ihr die Vegan-Palette Türkis. nicht habt, habe ich gerade mal nachgeschaut. In der Sunset-Palette von Sleek, da ist auch so ein türkisfarbenes drin. Das könnt ihr anstelle von diesem einen nehmen. Und anstatt des goldenen könnt ihr dann dieses hier und das gelbe mischen. Dann habt ihr auch so einen ähnlichen Ton. So, und ich habe gerade schon mal hier, ich zeige das mal kurz. Oh, komm schon. Ja. Ich habe hier noch so eine Art Lidstrich mit diesem Rot aus der Sunset-Palette gemacht, damit das Ganze noch ein bisschen bunter wird.
denn schließlich ist ja Karneval, wie gesagt. Und dafür habe ich so einen Pinsel, so einen Smudge-Pinsel genommen. Und das gleiche mache ich dann hier unten auch noch, ein bisschen rötlich. An Karneval schminke ich gerne mal bunte Augen-Make-up. Sonst, wenn mich kennt, mache ich dann gar nicht. Das Ganze verblende ich dann auch noch mal mit dem Goldton aus der veganen Palette. Hoppala. So nicht. Linie trage ich den Essence Fun Club Eyeliner auf. Ich glaube, das ist die Farbe. BBC All Night Blue. Da gehe ich dann mit so einem Eyeliner-Pinsel rein und mache mir den. Zeig das mal. Und mache mir den schön auf die Wasserlinie drauf. Verträgt allerdings nicht jeder. Muss man dann mal schauen. Gibt bestimmt auch solche Kajalstifte. So. So. So, meine Wimpern getuscht habe ich mit der I Love Essence Mascara. So, jetzt Concealer verwende ich dieses Trio von Essence, war das? Nee, P2. Da gehe ich einfach so mit dem Finger rein. Ich habe noch keinen besonders guten für mich gefunden, der wirklich meine Augenringe abdeckt, aber ja gut. So, haben wir jetzt noch ein Highlight im Augeninnenwinkel und dazu nehme ich auch aus dieser Sunset-Palette von Sleek, nehme ich ganz unten dieser Ton. So ein Highlight ist immer schön, das öffnet das Auge so schön. So, Rouge wird jetzt, ganz schön mutig. Da habe ich mir nämlich dieses hier ausgesucht. Das ist allerdings ein Pigment von Sleek. Und das heißt Inferno. Ja. Dazu hole ich mir jetzt ein bisschen was im Deckel. Da kippe ich das so im Deckel, weil das ist so, sieht man ja hier. Sieht dann so aus. So, dazu nehme ich aber einen anderen Pinsel, als ich den normalerweise nehme. Ich habe den hier von Essence. Da gehe ich dann in diesen Deckel rein. Und ich bin gespannt. Ich habe es noch nie als Rouge benutzt. Und wie man sieht, das wird auf jeden Fall sehr, sehr glowig. Aber wie gesagt, also man sieht das jetzt krass, das sieht man gar nicht in der Kamera, aber bei mir ist das mal mega overblushed. Vor allen Dingen auch noch dazu so total schimmerig. Jetzt sieht man es so ein bisschen, ne? Ja, aber irgendwie finde ich es wiederum total niedlich, keine Ahnung. Also so für Karneval darf es mal, wie gesagt, ein bisschen mehr sein. Ich finde das so Wahnsinn, dass das in der Kamera gar nicht so richtig wiedergegeben wird. Aber ich habe wirklich sehr viel drauf. Und dann nehme ich noch, um das Ganze noch mal ein bisschen mehr rauszupushen, nehme ich noch hier schön meinen von Elf diesen All-Over Color Stick. Den habe ich letztens irgendwann mir bestellt. In der Farbe Golden Peach. Und der ist hier unten.
Der ist nochmal so richtig schön. Nein, ich nehme es doch nicht. Leute, ich sehe das echt hier. Also es ist mega mäßig. Also eigentlich schon fast too much. Ich verteile das noch ein bisschen. Highlight könnt ihr euch auch noch diesen Ton, den ihr euch ins Augeninnenwinkel, könnt ihr euch noch ein bisschen auf die Nase geben. Oder hier vorne schön hin. Das ist dann auch nochmal so ein Hingucker. So, und für die Lippen nehme ich keinen Lippenstift oder so, dann nehme ich einfach nur meinen Lipgloss von Kiko. In der Farbe 11. Ich persönlich mag es auch gerne ein bisschen glitzerhaft oder sowas. Ich schmier mir an Karneval gerne ein bisschen Glitzer hier so hin oder so. Wenn ihr wollt, kann ich das jetzt auch noch machen. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel... Ich habe hier so Blümchen. Na, das sind eigentlich Haargummis. Das könnt ihr aber dann so ein bisschen mit einem Bobbypin. Könnt ihr euch ein bisschen so festmachen. Zum Beispiel. Da hätte ich zum Beispiel so eine Lösung. Und wenn ihr dann wirklich so ein bisschen auf Glitzer abfährt. Da habe ich mir im Teddy habe ich mir so ganz viele verschiedene Glitzer. Das waren so im Viererpack. Ist eigentlich zum Basteln. So ein Glitter habe ich mir geholt. Da könnt ihr... Am besten nehmt ihr da Kosmetikkleber für. Ich habe jetzt gerade keinen per Hand. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen Creme. Hält ja auch erstmal. Ich streiche euch das hier, wo ihr das Glitzer haben wollt. Und schaut mal, das ist so cool. Wie so eine Art Pigment. Und das jetzt wirklich nur, weil ich, Creme drauf getan habe. Und das könnt ihr dann, weil ich habe ja dieses Türkis unter den Augen. Das kann man dann sich so ein bisschen hier so schön als... Ja, so einen kleinen Gag kann man sich das noch so schön hier und das Auge machen. Ich mache das mal ein bisschen näher. Bis hoch zur Schläfe vielleicht. Ja. Auch sowas fahre ich an Karneval total ab. Also ich mag Glitzer und sowas und dann an Karneval darf man es dann ein wenig übertreiben. Das kann man natürlich auf beiden Sachen, auf beiden Seiten machen. Ich lasse es jetzt einfach mal nur auf einer. So. Und dazu, weil ich ja jetzt auch, weil ich jetzt dieses Türkise habe, mache ich mir die Gelbe einfach wieder raus. Die Gelbe war einfach nur, jetzt habe ich mir in den Haaren gemacht, weil ich auch ein gelbes Oberteil anhabe. Aber wo habe ich es hier? Ich nehme dafür... Ich habe so ein, weil blau und so passt dann ja alles, habe ich noch so eine süße Blumenmohr. Die mache ich mir noch so in die Haare. Und jetzt gleich, ich stelle mich einfach da vorne hin. Heute ist mein Freund leider beschäftigt. Der spielt Fußball und gleich auch Fußball hier Stadion. Da zeige ich euch einfach mal so von Weitem, dass ich das selber filmen muss. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, so ein bisschen rot auf dem Mund kann ja auch irgendwie nicht schaden. Ne? Dafür nehme ich einfach von... Von Calvin Klein nehme ich die Farbe 115. Das ist so ein Nuttischrot. Ich zeige euch das mal. Schon eher ins Pinke springt das schon rein. Komm schon, genau. Da. Was ist das? Ein Haar von mir. Da gebe ich einfach ein bisschen jetzt... nach Rot, nur ein bisschen drüber. Weil so ganz nudige Lippen mag ich jetzt nicht haben. So, ne? So, dann zeige ich euch jetzt, wie das Make-up mal bei Tageslicht richtig.
So, jetzt seht ihr das mal. Die Wangen sind wirklich sehr glowig. Na, also von da vorne sah man das ja nicht richtig. Hier auf der Seite, wie gesagt, dieses grüne Türkis-Glitzer finde ich total magisch voll. Das passt schön zu den Augen. So, und jetzt, jetzt gehe ich mal zurück. Da hinten hängen übrigens, schaut mal, noch Kostüme. Die haben wir uns eben gekauft bei Fenlo. Das sind Vogelscheuchen-Kostüme. Ein Männlein, ein Weiblein-Kostüm. Und so gehen mein Freund und ich auch. Wir mögen es halt ein bisschen witziger. So, aber das ist jetzt nun mal so eine Vorstellung, wie man, was man machen könnte. Ich habe hier also Blumenboas an, die habe ich mal, keine Ahnung, das Blaue habe ich mal, glaube ich, auf dem Trödelmarkt gekauft, weil ich die einfach total süß finde, fand. Und dieses Rosa hier, das habe ich mal bekommen, weil ich habe damals mal in der Disco gearbeitet, hinter der Theke, und da war so eine Hawaii-Party, so eine Beach-Party, dann mussten wir sowas tragen. Und zwar habe ich an, sieht man das alles? Ich hoffe, wartet, ich muss mal ein bisschen zurechtzügeln hier. Ich habe an einen Bastrock. Ne? Kann man das gut erkennen? Vielleicht mache ich das auch einfach so runter. Genau, so ist auch gut. Ich habe so einen Bastrock an. Den habe ich bei Teddy auch gekauft. Ach, so ein bisschen. So, jetzt vom Sitzen ein bisschen zerknüttelt. Ein Bastrock, der ist mit Gummizug und auch mit Klettverschluss, wie man hier hinten so sehen kann. Den kann man halt ziehen und je nachdem, wie schlank oder auch nicht man ist, kann man das schön festmachen. So. Und den gab es in verschiedenen Farben. Einmal in wirklich so bastmäßigen, also in hautfarbenen, in gelb, grün und den hier. Aber ich fand den hier sehr schön. Ich habe mir auch gelb gekauft. Die kosten 2 Euro. Also wenn ihr sowas haben wollt, schnell nach Teddy. So, dann habe ich hier ein gelbes, weil da kann man ja wirklich egal welche Farbe drauf anziehen. Das ist wirklich schön. Einfach Hawaii-Mädchen hier so zu machen. Und ich habe jetzt einfach eins genommen. Das ist, ich glaube, das ist genau das von Esprit gewesen. Das hatte ich mal irgendwann gekauft und irgendwie ziehe ich sowas nicht an. Aber jetzt kann man es mal anziehen. Ja, am Handgelenk habe ich halt auch noch so eine Blume, wie ich eben auch im Haar hatte. Ich fand, die passt auch ganz schön. Das kann man auch als Armbändchen anziehen. Und ja, so, und dann halt, wie gesagt, die Blumenboas. Und in den Haaren trage ich halt auch diese Blumenboa. Irgendwie mag ich sowas. Und ja, das ist das Make-up, das habt ihr ja schon gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein wenig so damit halt dazu bringen, vielleicht, wenn ihr nicht so ganz karnevalistisch seid, also so euch als Clown oder Pirat oder was auch immer zu verkleiden und euch einfach eigentlich in euren normalen Klamotten am wohlsten fühlt und sagt, ja komm, dann nehme ich halt nur ein paar Accessoires, ist doch gut so, oder? Das kann man ja gut anziehen und ist total billig, das Kostüm. Bei Schminke haben wir alle zu Hause, das kriegen wir alle hin und ja. Ich hoffe, das hat euch, wie gesagt, geholfen und ja, dann schreibt mir mal einfach hier unter das Video, als was, wenn ihr Karneval feiert und als was ihr geht. Würde mich mal interessieren. Jo, bis dann. Tschüss.